dich mit hinsetzen oder wolltest du da stehen bleiben? Bist ja immerhin Mitwirkender hier im Film, ne? Und da kannst du dich auch dabei setzen. Du musst halt nur gucken. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie wir Lavendel vermehren. Diesmal nicht durch Stecklinge, sondern durch Samen. Ja, und dazu gibt es einiges zu erzählen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt mal. So, die Maike und die Svenja, die zeigen uns jetzt mal, wie wir das machen. Wir haben hier die Samen. Da. So, dann nehmen wir jetzt mal die Samen zwischen zwei Finger. Kannst du ruhig richtig nehmen. Ach so. Kannst du richtig nehmen jetzt. Und dann streuen wir die Samen auf die Erdoberfläche. Und wirklich nur auf die Erdoberfläche. Also wir buddeln die Samen nicht ein. Denn Lavendel ist ein Lichtkeimer. Lichtkeimer? Ein Lichtkeimer. Ja, das heißt also, der braucht Licht, um wachsen zu können. Das heißt nicht, dass er jetzt in der vollen Sonne stehen muss. Das reicht also vollkommen. Ja, noch ein bisschen kann ruhig noch drauf. Es reicht also vollkommen, wenn der dann schattig steht, ist sogar besser, weil die Oberfläche dann nicht so schnell austrocknet. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Oberfläche nicht austrocknet, denn wenn die Samen anfangen zu keimen, gehen sie uns dann sofort kaputt. Da müssen wir also gleich für sorgen, dass die Erdoberfläche auf jeden Fall schön feucht bleibt. Noch mehr? Ja, ein bisschen ganz noch drauf streuen. Weil wir werden sie sowieso später dann rausnehmen, nochmal und pinzieren. Das heißt also nochmal umpflanzen, wenn sie angefangen sind zu wachsen, dann, wenn sie ein paar Blättchen haben. So, und wenn wir jetzt genug Samen drauf haben, dann drücken wir die Erdoberfläche an. Geht das? Moment, das werden wir gleich. Jetzt drücken wir die Erdoberfläche an, damit die Samen Kontakt kriegen zum Boden. Kann ich auch? Piekst jetzt? Das piekst auch nicht, ist doch Erde. Kann ich jetzt? Ja, kannst du auch. Kannst du auch einen Stock mal drin. So, schön andrücken. Richtig drücken oder nur leicht? Nur leicht drücken, sodass die Samen halt Bodenkontakt bekommen. Das reicht vollkommen aus dann. Ja, und jetzt müssen wir die noch angießen. Und das machen wir jetzt mit einer Sprühflasche. Man kann es auch mit einer ganz kleinen Gießkanne machen, aber nicht mit der großen Gießkanne. Machen wir erstmal Druck hier drauf. Der ganze Tisch wackelt. Ja, der ganze Tisch wackelt. So, ich glaube, es dürfte reichen. Ja. Richtig schön pitschenass machen. Reicht das nicht schon? Ja, das reicht jetzt. Das ist okay. So, dann kannst du, wenn ihr ja auch noch anfeuchten. Ja, aber nicht, nicht auf den Tisch sprühen, auf die Erdoberfläche, ne? Ja, super machst du das. Super. Wasser! Super. So, das reicht. Das reicht, ist okay. So, und jetzt nehmen wir den Stein weg, den wir hier draufgelegt haben, damit uns die ganze Geschichte nicht andauernd aufgeht, weil er zugeht. Bumm, genau. Siehst du, dann geht die Klappe nämlich zu. Und jetzt drücken wir das Ganze zu. Da waren vorher Tomaten drin, Cherry-Tomaten. Und das sind jetzt unsere Mini-Gewächshäuser. Ja, die Kinder haben die beiden Saatschalen jetzt fertig gemacht. Jeder hat eine gemacht. Und wie wir jetzt diese Samen weiter behandeln, wie gesagt, es sind Kaltkeimer. Das heißt also, wir haben jetzt Anfang März, Mitte März bald. Und wir lassen die jetzt draußen stehen. Da die Nächte kalt sind, bekommen dann die Samen auch noch ausreichend Kälte, um keimen zu können. Und wenn wir das jetzt im Mai oder Juni machen würden, dann müssten wir diese Gesundheit, dann müssten wir unsere Samen, ausgesäten Samen, für 2 Wochen in den Kühlschrank stellen. Und dann bekommen die auch ausreichend Kälte, um später dann keimen zu können. Das ist also auch durchaus möglich. Nur jetzt haben wir halt in der nachts noch kühl. Und von daher, auch wenn es ein bisschen Frost gibt, ist nicht so schlimm, können die jetzt draußen stehen bleiben, bekommen ausreichend Kälte, um dann anschließend auch keimen zu können. Die Keimung wird ungefähr 3 bis 4 Wochen dauern. Und dann können wir unsere ersten Pflänzchen sehen. Und die werden wir dann auch zeigen. Und wir werden auch zeigen im Laufe des Jahres, wie sich diese Lavendelsamen bzw. Pflänzchen dann später weiterentwickeln. Und wann wir sie dann das erste Mal düngen. Weil düngen tun wir sie jetzt natürlich noch nicht. Denn die Samen sollen erstmal aufgehen und die Wurzeln sollen ins Erdreich eindringen. Und das machen die nur, wenn die auf der Suche sind nach Nährstoffen. Und dann keimen die wesentlich besser, als wenn Nährstoffe drin sind. Weil wenn Nährstoffe drin sind, dann verbrennen die Samen bzw. die Wurzelchen, die dann rauskommen aus den Samen, ganz schnell. Und dann haben wir also keinen Erfolg mit unseren Sämlingen. Also keine aufgedüngte Erde nehmen, sondern Aussaaterde am besten oder Pikiererde nehmen, wo wesentlich weniger Nährstoffe drin sind als in normaler Blumenerde oder Pflanzenerde. So, gibt es noch was zu erzählen? Du hast voll schnell geredet. Ja, ich habe voll schnell geredet, weil ich hatte so viel im Kopf gehabt, das musste irgendwie alles ganz schnell raus, keine Ahnung. Ach so, ja, wenn ihr jetzt nicht solche Behältnisse habt, wie wir sie jetzt haben, also wo kein Deckel drauf ist, solltet ihr dann entweder eine Folie drüber ziehen und oben ein paar Löcher reinmachen, damit also Luftzirkulation gegeben ist. Und wenn ihr das auch nicht machen wollt, die offen stehen lassen möchtet, könnt ihr machen. Aber dann müssen sie geschützt stehen, also vor Schlagregen beispielsweise. Weil wenn hier der Regen richtig drauf prasselt, dann platschen euch die ganzen Samen in der Gegend rum. Und dann sind die meisten raus hier und das funktioniert dann nicht vernünftig. Also ihr müsst schon gucken, dass jetzt die ganze Sache ein bisschen geschützt ist.
Und dann funktioniert das auch. Am besten ist natürlich, wie gesagt, wirklich mit diesen kleinen Behältnissen, weil da hat man so kleine, schöne Gewächshäuser. Das ist also echt total genial. Wobei die jetzt natürlich auch nicht in der Sonne stehen, weil die dann auch zu schnell austrocknen würden, die Oberfläche. Und dann können die Samen natürlich nicht keimen. Von daher werden wir sie absonnig stellen. Und wie gesagt, nachts kalt und wenn es tagsüber warm ist, dann sollte die ganze Geschichte auch ziemlich schnell funktionieren. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, und Kindern macht sowas auch Spaß. Was machst du? Hast du mich erwischt? Hä? Hast du mich erwischt? Was machst du? Ich backe einen Kuchen. Jetzt mal ehrlich, was machst du? Kuchen, backe einen Osterkuchen. Sieh mal, das wird doch ein Ei. Ja. Ne? Sieht aus wie ein Ei. Was das wird, verraten wir nicht. Oh, krieg ich auch ein Brötchen? Max hat mir meins gemacht. Und wer macht meins? Niemand, man sieht dich jetzt nicht. Jetzt sieht man dich. Du hast dran gesungen. Ach so. Mit den Fingern kann ich mir kein Brötchen schmieren, das geht nicht. Ja. Das ist nicht möglich. Ich muss nur mit deinen Armen essen. Ja, so, lol. Guck mal, meins sieht lecker aus. Ja. Hat auch Maike jetzt gemacht. Frische Brötchen am Sonntag. Einfach frische. Ja. Nein, ich spreche dich mit meinem Mund. Mach ich nicht. Ja, ja, klar. Nicht mit dem Mund sprechen, ne? Und wie geht das jetzt? Boah, das kann man so schlecht erklären. Das ist der Fußboden. Ja. Und die Vertiefung, die hier ist, das wird die Wand. Der Rand, ja. Die Wand. Das wird die Wand von der Schale. Wenn man das hinter rausgräbt, dann ist das ja umgedreht. Dann ist halt das, was jetzt tiefer ist, dann oben. Das ist die Wand hier. Und das, was Detlef oben hat, also nachher hier so ist, so entlang bis zur anderen Seite, ist dann dieser Boden. Ich habe nämlich auch schon mal so eine Schüssel gemacht. Ja. Ich auch. Hey, wo ist die eigentlich? Ich weiß nicht, die steht bestimmt irgendwo. Mike, das ist da hinten. Die habe ich aber auch mit Mike gemacht. Ja. Ich habe eine geteilte gemacht und eine alleine. Da kommt später ein Bonsai rein. Aber erstmal wird es ein Vogelbad. Ja. Ein Vogelbad und wenn wir die Schale brauchen, dann pflanzen wir einen Bonsai da rein. Okay. Weil die Bonsai, die wachsen ja und irgendwann müssen wir mal größere Schalen haben. Und darum machen wir jetzt noch ein paar große Schalen. Die Inga möchte jetzt auch was basteln. Ach ja, ich habe deinen Pringles-Deckel genommen. Um Gottes Willen. Mein Pringles-Deckel. Was wird das denn, wenn das fertig ist hier? Ein Tisch. Ein Tisch? Ein Tisch. Okay. Wenn du das sagst, bin ich mal gespannt. Der wird ein Tisch. Ingas Projekt. So oder? Bonsai-Tisch. So? Ja. Richtig schön reinstochern. Oh, ich hab Angst wegen meiner Jacke. Ja, du ziehst die Jacke denn nicht aus? Bei mir war es sonst kalt. Ach, lieber bluten. So kalt ist auch noch. Oh, das ist zu viel, oder? Nö. Mal drauf. Das wird ein Tisch. Ich hab die ganze Angst. Jetzt wegen Rost. Ich muss gleich die Finger abwaschen.